die Ersten, die antreten, in der Regel nie Chancen haben, ins Finale zu kommen. Und da ich überhaupt keine Ambitionen habe, ins Finale zu kommen, passt das sehr gut. Damit die Jury sich einmal ein bisschen einwerten kann und mir die ganzen schlechten Punkte geben kann, damit dann gleich Berliner als Erste in der Richtung. Danke, Markus, das klappt gut. Markus hat es verstanden und hält gleich meine 6 für die Anmoderation hoch. Das klingt fair. Gut. Wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt, wenn ihr sagt, ich müsse auch einen Text machen? Und wenn ich sage, dass mir nichts einfällt und dass das total schwer ist, und ihr dann sagt, ihr findet es auch total schwer und euch fällt auch nichts ein. Und wenn ihr sagt, ich soll mich nicht so anstellen. Und ihr sagt, ihr müsst es schließlich auch. Und ihr sagt, ich sei schließlich Lehrer und ich habe sowas zu können. Und ihr sagt noch was viel Schlimmeres. Die Wahrheit. Und womit? Mit Recht. Was ihr nicht wisst, ich bin gar kein Lehrer. Ich bin voll der Versager. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich euch beibringen soll, dass man alle zu einem mehrteiligen Nomen gehörenden Adjektive, Partizipien, Pronomen und Zahlwörter groß schreibt, dann fällt mir nichts ein, außer der Einsicht, dass ich keinen Einblick in Wortarten habe und gar nicht genau weiß, was Partizipien und Pronomen überhaupt sind. Und dass ich noch weniger einsehe, wofür man das braucht, außer für die Großschreibung mehrteiliger Nomen vielleicht. Ich bin gar kein Lehrer. Ich bin voll überfordert. Wenn all die freundlichen Kollegen vor mir stehen und mir erzählen, deine Klasse, die waren wieder alle in der Klasse und keiner ist rausgegangen, als ich gesagt habe, sie sollen rausgehen und jetzt soll die große Blonde die Hausordnung abschreiben und dann gibt sie dir die. Ich bin voll überfordert, weil ich nicht weiß, was ich mit den ganzen Hausordnungen soll und ob ich mich da auch dran halten muss und ob ich die vielleicht abschreiben muss, wenn ich wieder mal vergesse, mich daran zu halten oder wenn ich wieder mal vergesse, meine drei großen Blonden zu ermahnen. Eine von ihnen müsse mir noch die Hausordnung abschreiben, ich wisse aber auch nicht genau, welche, wann und wieso. Ich bin gar kein Lehrer. Ich bin voll der ahnungslose Sack. Wie heißt denn der Baum, die Blume, die Kröte, der Kraut, das Kraut, andersrum. Das Kraut, die Kröte, der Fisch oder die Fische da? Worin besteht der biologische Sinn von Mücken und Bremsen und Viren und Zecken und der Pest? Und in welchen Magen wirkt die Kuh das vorher in den Mund gekotzte Gras wieder runter? Und wie schmeckt das Gras dran? Und warum kann sich die Kuh so total reinlich in den Mund kotzen, während meine kleine dünne Schwester nach jedem Essen das ganze Bad voll eklig voll kotzt? Ich bin kein Lehrer. Ich bin voll schüchtern. Wenn mich meine lieben Achtklässler, von denen jetzt viele hier sind und die mir hoffentlich nicht böse sind, wenn ich sie in einem Text bearbeite, wenn mich also meine lieben Achtklässler, die gefälligst noch im Wald und mit Freunden und im Garten und mit Puppen und von mir aus auch an sich selbst rumspielen sollten, mich fragen... Also, mich fragen, wie sich ein Orgasmus anfühlt, wann die stärksten Regeltage sind, ob Klaus auch tauchen, schwimmen und Radfahren kann, wenn er OBs benutzt und wo er sich die dann hinstecken soll. Und warum die Pille nicht gegen AIDS hilft und ob es nun auf die Größe ankommt und wenn, ob sie dann lieber gleich wieder einpacken sollten. Und warum ihre Schamlippen unterschiedlich groß sind. Alles Originalfragen. Nicht alle aus diesem Jahr, aber alle original. Ich bin kein Lehrer. Ich bin voll leicht zu verarschen. Wenn wir Klausur schreiben, und ich habe nochmal nachgeguckt, es heißt so viel wie jeder für sich. Da fragt mich immer irgendwer irgendwas und während ich mit dem oder der rede, reden plötzlich alle anderen miteinander. Und wenn ich dann schon mal gucke und sehe, dass ihr auch guckt, und zwar auf das Heft eures Nachbarn, und ich dann ganz böse gucke und ihr entweder ganz unschuldig oder ganz empört oder gar nicht guckt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann gucke ich lieber nicht mehr so viel. Weggucken geht ganz gut. Weghören muss ich nicht, ich höre eh nicht so gut. Und dann gebe ich die Klausuren zurück und Anni freut sich, dass sie zum ersten Mal eine 2 im Elementarbereich hat und ich will mich gerade mitfreuen und irgendwas faseln von siehst du und üben lohnt sich eben und ich habe immer an dich geglaubt. Und dann sagt irgendjemand daneben, Kunststück, ich habe auch alles Korrektur gelesen. Der Applaus gilt den Korrekturlesern. Und dann weiß ich genau, dass ich jetzt ganz böse gucken muss. Aber ich weiß ja, es hilft nicht und ich kann auch gar nicht vor Lachen. Ich bin kein Lehrer. Ich bin voll der Glückspilz. Und ich bin voll froh, dass mich hier täglich so viele kluge und schöne und nette und fröhliche und junge Menschen begegnen. Mir muss das dann heißen grammatikalisch, ne? Ja, dass mir hier so viele nette Leute begegnen.
Und wenn ich so ein kluges und schönes und nettes und fröhliches Gesicht gucke, dann bin ich so dankbar, dass ich den Unterschied zwischen nett sein und Fettschleim nie erkenne. Und wenn ich dann einen Moment innehalte, dann weiß ich, ich bin kein leerer, blasser, armseliger Befehlsempfänger. Und wenn mir wieder mal einer sagt, was bist du denn für ein Lehrer, wenn du nicht weißt, welche große Blonde, die wegen der Kuh auf ein OB von ihrer Nachbarin groß oder klein abschreibt, dann schließe ich die Augen und dann sehe ich 15 kluge und schöne und nette und freundliche Gesichter bei 40 Grad viel zu spät abends in einem Kellerclub auf dem Kiez Literatur einsaugen und strahlen. Und dann mache ich die Augen wieder auf und dann sehe ich 15 andere oder gleiche kluge und schöne und nette und fröhliche und freundliche Gesichter, die sich gleich hier auf diese Bühne stellen werden, um euch und ihnen ein großes Geschenk zu machen. Sie werden ihr Bestes geben, einen kurzen, unterhaltsamen oder nachdenklichen Einblick in ihr wertvolles Ich. Vielen Dank.